Headshot, Headshot, Headshot. Er macht jetzt irgendwie dauernd nur noch Headshots. 80% Headshot-Quote. Es gibt natürlich immer viele Versionen und viele Möglichkeiten, wie es vielleicht gegebenenfalls unter Umständen gelaufen sein könnte. Hi Leute, Forti hier. Ein neues Overwatch und nach dem Overwatch machen wir mal wieder im Rahmen meiner One Case One Knife Challenge eine neue Case auf. Und die Spannung ist ja kaum auszuhalten, denn ich habe noch nie irgendetwas Tolles da rausgezogen nach etwa, weiß nicht, 50, 60 Cases. Und heute machen wir mal wieder meine Lieblingskiste auf, und zwar ist es die Spectrum 2 Case. Aber schauen wir uns mal kurz den Suspect an, der steht hier einfach nur in der Base rum. Ist es vielleicht ein Fall von Griefing, dass seine Mates, obwohl sie hier hart durchcarryen, hier mit 9-1-1, 4-1-1, vielleicht haben seine Mitspieler, den er reportet. Wir spulen mal ein bisschen vor, warte mal, wenn ich hier meine Mauszeiger finde. Tralala. Wenn ihr euch fragt, wie geht das denn? Ah, da bewegt sich das Suspect. Dafür müsst ihr einfach nur Shift F2 drücken. Dann öffnet sich dieses Steuermenü hier. Dann könnt ihr im Prinzip auch vorspulen. Ihr könnt hier nicht irgendwie weiter zum nächsten Frag oder so, zum nächsten Tod oder nächste Runde springen. Das geht nicht im Overwatch. Ihr könnt nur vorspulen. Also entweder komplett volle Pulle vorspulen, indem ihr hier den Regler nach rechts zieht oder halt eben in einzelnen Steps. Einfache Geschwindigkeit, zweifach, vierfach. So, der Suspect steht schon wieder AFK in Main. Sein Team fällt hier. Von daher könnte es tatsächlich ein Fall von Griefing sein, dass der Typ irgendwie dauernd AFK ist. Obwohl natürlich sein Team führt 4-0. Aber ich denke mal, diese Runde werden die CTs holen. Bam, Headshot. Kann man aber so machen. Also ich meine, das ist ja wirklich nichts Außergewöhnliches. Headshots fliegen hier auf jedem Rang nur hin und her, also manchmal wundert man sich, selbst auf Low Ranks, was die halt an Headshots reinklatschen. Bei übelsten Bedingungen, was so Crosshair Placement angeht und so weiter. So, der Suspect, nächste Runde, und er steht hier wieder, ne, er steht nicht AFK, allerdings hüpft er erstmal so ein bisschen in der Gegend rum. Es muss ja auch jetzt nicht sein, dass man unbedingt in einer Eco irgendwie reinpusht, und einer von den Terrors hat sogar eine AWP, ich weiß nicht, was das für eine Strategie sein soll. Also zwei Leute haben reingekauft. Der hat hier, ja, der Benjo hat eine AWP und null Geld über sozusagen. Also komplett leer gekauft. Und drei Pistols. Also da haben die halt reingeforst mit Kevlar und so weiter. So, jetzt schießen die sich hier auch ein bisschen gegenseitig an. Also so ein bisschen am Trollen vielleicht. Nicht unbedingt Griefing, aber Trolling. Trolling. Wie ich ja auch gesagt hatte, die CTs haben eine Runde geholt. Jetzt fallen hier die ersten Frags auf, ich glaube, das war der A-Spot, oder? Hab nicht darauf geachtet, wo der eine CT gerade down gegangen ist. Die lassen sich Zeit, und das finde ich, oh, der nächste AWP-Frag. Die Terrors lassen sich Zeit, das finde ich eigentlich auch gut. Also man muss ja wirklich nicht irgendwie innerhalb der ersten 30 Sekunden auf den Spot fahren, sondern man kann sich wirklich Zeit lassen. Die CTs erstmal verunsichern, so ein bisschen hier und da auf sich aufmerksam machen, Krach machen und dann gezielt einfach irgendwo auf dem Spot pushen. Aber der CT, Quatsch, nicht der CT, der Suspect stand hier wieder AFK rum und seine Mates haben irgendwie so die meiste Arbeit gemacht, und zwar der AWP, also die Leute, die Waffen hatten. Uiuiuiui. Der war wahrscheinlich bekannt, der zweite CT. Und hat ihn natürlich perfekt abgeaimt und sofort eine Schelle gegeben. Ja, kann man eigentlich so spielen, wenn man halt wirklich die Informationen hat. Wenn der Typ wusste, okay, der zweite war definitiv Highway, wovon man eigentlich fast ausgehen kann, dann kann man auch so Schellen drücken. Ja, sein Crosshair Placement war eigentlich gut, aber gut, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel annehmen wollte, dass er eine Vision Assistance hat, also wenn er zum Beispiel eine Wallhack hätte, hätte ihn natürlich auch perfekt abaimen können. Aber naja, gehe ich erstmal nicht davon aus. Sein Movement ist eigentlich okay, wenn er sich denn mal bewegt. Wow. Also das war so ein bisschen komischer Shot. So eine Art Flick, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht war das auch ein Lock. Aber naja. Also das sah halt deswegen komisch aus, weil er mit dem Crosshair wirklich irgendwie 2 Meter... neben dem Typen in der Smoke geschossen hat, und der CT in der Smoke hat einen Headshot bekommen. Das sah ein bisschen seltsam aus, allerdings, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt festlegen soll, weil, wie gesagt, wir haben auch
die Runde vorher gesehen, seine Mates laufen einfach vor und erledigen ja auch schon ziemlich viel Arbeit sozusagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das irgendwie der Hacker, also ein Hacker ist, weil auch hier vor allem der Lamp, der drückt hier ziemlich hart rein. Vielleicht ist das einfach eine Smurf-Lobby. Smurf-Accounts. Wir gucken einfach mal weiter. Es kann alles sein. Also der Shot war tatsächlich seltsam da auf B in die Smoke. Kann aber irgendwie, ich meine, das ist eine AK, damit kann man echt häufig auch komisch reinflicken, dass das eigentlich, also wo man eigentlich gar nicht mit dem Crosshair drauf war. Kann alles passieren. Sind wir mal einfach so wohlwollend und entscheiden uns nicht vorzeitig. Es ist ja schon wieder hier. Ich meine, das kann wirklich einfach nur von irgendjemandem aus seinem Team irgendwie auch Griefing gedrückt worden sein, dass er hier einfach die ganze Zeit AFK steht. Aber das behindert sein Team jetzt in dem Sinne nicht wirklich, weil die führen einfach und ja, ich glaube eher, dass die Gegner gedacht haben, der Lamp, der ja, haut auch ziemlich gut rein hier mit seinen 15-2-2 Statistiken. Vielleicht haben die einfach das gesamte Terrorteam reported, nachdem die hier wirklich fast alles geholt haben. Ja, also es gibt natürlich immer viele Versionen und viele Möglichkeiten, wie es vielleicht gegebenenfalls unter Umständen gelaufen sein könnte. Aber die Terrors machen auch ohne den Suspect halt einfach viele Picks, ne? Und der Suspect lässt sie einfach vorlaufen und macht eigentlich selber gar nicht viel. Vielleicht einfach, weil er weiß, die sind sowieso am Reihen smurfen, was ich eine Full Global Lobby oder was, keine Ahnung, ne? Das ist ja alles Spekulation, aber es kann halt alles sein, dass die einfach zusammenspielen und dass er sowieso weiß, ich meine, die können eh nicht verlieren, so als, was ich, Supremes Globals. Vom Movement her, ja, siehst du, die kneifen sich auch an, das ist auch eher, also kein Griefing, sondern einfach nur Trolling, weil die sowieso führen und alles wegklatschen. Ich glaube, das kommt schon häufig vor. Also Griefing würde ich ihm jetzt eher nicht drücken, wie gesagt. Weil sein Team führt, die haben überhaupt kein Problem damit, ob der Suspect irgendwas macht oder nicht, oder ob der sich einfach an deiner Ecke irgendwie die Tapeten anguckt oder was. Da sah es ein bisschen wieder ein bisschen nach einem Lock aus, aber pff. Also sein Crosshair hat ein bisschen gezuckt, aber ich weiß es nicht. So eindeutig war das jetzt nicht. Ja. Er macht jetzt irgendwie dauernd nur noch Headshots. 80% Headshot-Quote, 12-04. Ist schon eine Hausnummer, sage ich mal. Aber wie gesagt, sein ganzes Team fährt einfach nur drüber. Und so viele Frags. Gut, ich meine, er hat jetzt, glaube ich, weiß nicht, 2 Frags oder so gemacht. 83% Headshot-Quote. 2 Frags in der letzten Runde, meine ich. Ist schon ein harter Kollege hier. Aber ich tendiere eigentlich nach dem jetzigen Stand einfach dazu. Guckt euch mal den ersten mal an. Ah, scheiße, jetzt habe ich weggeguckt. Aber er hat ihn schon wieder gepiekt und im Peak quasi direkt einen Headshot. Aber er piekt oder pusht jetzt nicht weiter raus, CT, sondern denkt sich, okay, B-Spot eingenommen, Bombe planten, auf geht's. Was man ja eigentlich bei irgendwelchen Rage-Hackern eher nicht sieht, sondern die laufen einfach durch die Map und headshotten alles weg. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen, aber irgendwie habe ich es vergessen. Ist egal. So, Terror. Quatsch, Terror. CT und auch oben da Heaven. Kommen die CTs hier rein. Headshot. Also der hat jetzt natürlich auch wieder 3 Headshots. Ich glaube, wir sind über 90% Headshot-Quote oder bei 90%. Na, okay, 87. Ja. Ich vermute einfach, dass die wirklich Full Global rein smurfen. Auf deren Smurf-Accounts hier. Weil er raged irgendwie nicht. Er spielt eigentlich ziemlich kontrolliert. Smoked auch und läuft nicht irgendwie wild durch die Map. Bam, wieder Headshot. Kann aber natürlich auch sein, dass der einfach reinhackt oder was weiß ich. Aber wie gesagt, der ist nicht mal Top-Fragger. Und steht die meiste Zeit einfach nur auf K. Also es gibt 1000 Versionen, wie dieses Match tatsächlich vielleicht verlaufen sein könnte. Allerdings, es sieht jetzt für mich nicht so aus wie jetzt die ganzen letzten Overwatches, wo die einfach nur irgendwie reingeraged haben und richtig beschissenes Movement an den Tag gelegt haben. Keine Smokes, kein Kevlar, irgendwas gekauft haben, sondern einfach mit irgendwelchen
Auto tackern, durch die Gegend gejuckelt sind und alles weggeheadshottet haben. Das ist bei dem hier einfach nicht. Also, es sieht schon eigentlich nach einem soliden Spieler aus. Für mich, also meiner Meinung nach, zumindest kann ich ihm nicht eindeutig was drücken. Wieder Headshot. Also, pff, ein bisschen strange ist es, aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher, dass. Ja, okay, jetzt den letzten Track kriegen wir leider nicht mehr zu sehen, aber ich glaube, er war tot. Es sah für mich aus, dass der CT unseren Suspect in der letzten Situation da gekillt hatte. Also ich wäre mir zumindest nicht sicher, ob der wirklich anhat. Er hat viele Headshots gemacht, er stand auch viel AFK rum, sein Team hat viel erledigt, viele Frags gezogen, viele First Picks auf den Spots. Achso, ich mache natürlich. Ja, es ist mir, glaube ich, einmal schon passiert, dass ich beim Quatschen mich einfach nicht darauf konzentriert habe, was hier eigentlich steht und einfach irgendwas angeklickt habe. Nein, also aus meiner Sicht. Nicht ausreichend, nicht ausreichend und nicht ausreichend und nicht ausreichend. Eure Meinung gerne in die Abstimmung oben rechts. Hat er an, hat er nicht an oder würdet ihr eher auch nichts drücken, weil ihr euch nicht sicher seid? Und natürlich auch gerne Begründung in die Kommentare und so weiter. So, ich würde das jetzt so abschicken und wir machen endlich einen Case auf hier. Spectrum 2 Case. Ich will immer noch die Empress und Knife. Auf geht's. Hat jemand mal mitgezählt, wie oft ich schon nur Mist gezogen habe, so wie jetzt auch? Yay, die nächsten 9 Cent. Ja, läuft. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Das ist ganz, ganz wichtig für die Videos hier bei YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, also hinterlasst bitte einen Daumen nach oben, gerne einen Kommentar und ja, haut rein, bis denne.